Als ich 15 war, kam ich das erste Mal nach Ibiza. Meine Eltern hatten dort ein Haus gekauft. So habe ich einen Teil meiner Kindheit da verbracht und bin seitdem regelmäßig immer wieder hingefahren. Es war, glaube ich, für mich ein sehr wichtiger Teil meiner Kindheit und meiner Jugend, eine Zeit auf dieser Insel zu verbringen, die seit Tausenden von Jahren ein Treffpunkt der verschiedensten Völker aus dem Mittelmeerraum ist. Der Orient ist hier ganz nahe, geografisch, in der Architektur und in der Kulturgeschichte. Die Araber zum Beispiel haben die Insel 600 Jahre lang beherrscht und ihr gesamtes Wissen mitgebracht. Landwirtschaft, Architektur, Musik, die Kunst, Zisternen zu bauen. Und in diesen Zisternen, genauer gesagt in der Zisterne im Haus meiner Eltern, habe ich damals für mich ein ganz wichtiges Phänomen entdeckt, nämlich den Hall. Oft habe ich aus der Zisterne Wasser geholt. Wenn man den Eimer hinabwarf, dann hörte man einen endlos langen Nachhall aller Geräusche. Und so bin ich eines Tages mit meiner Flöte an die Zisterne gegangen und habe angefangen, in die Zisterne hineinzuspielen. Und das war für mich ein ganz entscheidendes Erlebnis. Heute kann ich mir viele Instrumente und besonders die menschliche Stimme nicht mehr ohne diesen Hall vorstellen. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum mir der Hall so wichtig ist. Er ist ja vor allem für das Ende der Töne wichtig, denn durch den Hall hören sie nicht abrupt auf, sondern fließen beinahe ins Unendliche. Die Grenzen verwischen sich. Ich glaube, dass dieser akustische Vorgang irgendwie mit unserer Sehnsucht zusammenhängt, die Grenzen, die uns oft einschränken, die Grenzen des eigenen Ichs oder der eigenen Person, aufzureißen. Und das ist ja eigentlich auch der Wunsch oder das Ziel aller Religionen, dass sich die Grenzen unserer Existenz mit allem anderen vermischen. Die Endlosigkeit, die Weite, das Unbegrenzte, das Nicht-Eingeengte, das sind alles Eigenschaften, die wir mit so einem Ton verbinden. Und darin liegt vielleicht auch die besondere Schönheit eines solchen Tones. So wurde Ibiza irgendwo in der Mitte zwischen Europa und der Kultur des Orients für mich so etwas wie ein Trittbrett, um den ersten Schritt zu den Arabern zu tun, später dann nach Indien und schließlich nach Japan. Irgendwann wurde mir damals auf Ibiza klar, dass ich nach Asien musste, dass ich dort die traditionelle Musik lernen und verstehen wollte. Aber nicht, um später in Europa traditionelle asiatische Musik zu machen. Sondern ich wollte etwas Eigenes damit schaffen, eine musikalische Verbindung zwischen diesen fremden Welten herstellen. Say a little.
Auf meinen Reisen nach Asien habe ich natürlich auch die Kultur des Zen-Buddhismus und des Taoismus kennengelernt. Und diese beiden Religionen haben mich sehr angesprochen, weil sie so einfach sind in ihrer Botschaft und auch, weil sie als zentralen Punkt in ihrem Glauben die Verehrung der Natur tragen. Und sie haben mich angesprochen, weil sie dem Intellekt zu wenig Bedeutung geben, ihm misstrauisch gegenüberstehen und eigentlich andere Bereiche im Menschen wichtiger sehen, wie die Intuition und das Erfahren des Lebens mit den Sinnen. Ein sehr schöner Teil des Zen-Buddhismus sind für mich die sogenannten Koans, die eigentlich dazu da sind, uns aus dem Bereich des Intellekts hinauszuführen, uns zu zeigen, dass unser Verstand eben nicht der Bereich ist, mit dem wir die Wahrheit im Leben sehen können. Daher sind die Koans so angelegt, dass sie, rein mit dem Verstand gesehen, eigentlich unsinnig sind. Aber sie können doch erreichen, dass man über den Verstand hinausgeht. Und dann ist, fast wie bei einem guten Witz, für einen Moment lang eine große Öffnung da in einem. Irgendeine Tür hat sich geöffnet und man sieht vielleicht ein Stück Wahrheit. Eine meiner Platten trägt den Titel Koan. Und auf dem Cover wird das folgende Koan erzählt. In dem Glauben, er habe etwas vom Wesen des Lebens begriffen, verließ Zu Yen als junger Mann sein Kloster, um durch China zu reisen. Nach vielen Jahren kehrte er zurück und sein Meister fragte ihn: Erzähle mir etwas vom Wesen des Lebens. Zu Yen antwortete: Wenn keine Wolken über den Berg ziehen, dann dringt der Mondschein durch die schillernden Gewässer des Sees. Der Meister betrachtete seinen früheren Schüler voller Zorn und sagte: Du wirst alt, deine Haare werden grau, dir verbleiben nur noch wenige Zähne und noch immer hast du nichts vom Wesen des Lebens begriffen. Zu Yen senkte die Augen, Tränen liefen ihm über die Wangen. Nach einer Weile fragte er: Würdest du mir bitte etwas vom Wesen des Lebens erzählen? Wenn keine Wolken über den Berg ziehen, antwortete der Meister, dann dringt der Mondschein durch die schillernden Gewässer des Sees. Es gibt eine uralte taoistische Weisheit, an die ich immer wieder denken muss, wenn ich ein neues Stück komponiere. Forme Ton und bilde ein Gefäß. Es ist die Leere, die es brauchbar macht. Komponist ist eigentlich ein ganz eigenartiger Beruf, weil man etwas schafft aus dem Nichts. Ich beneide oft Leute wie Tischler, die immerhin etwas Fertiges sehen, wenn sie einen Tag lang gearbeitet haben.
Vielleicht eine Tür oder ein Fenster oder so etwas. Und bei meinem Beruf als Komponist ist es an fast allen Tagen so, dass am Ende kaum etwas passiert ist, dass man stundenlang gespielt oder probiert hat und trotzdem nichts erreicht. Das ist fast wie bei einem Fischer. Der muss auch jeden Tag auf den See oder aufs Meer hinausfahren, muss sein Netz auswerfen und er weiß nie, ob er Fische fängt oder nicht. Und oft kommt er nach Hause und hat nichts gefangen. Oft ist es eben so, dass nichts dabei herauskommt. Aber gelegentlich fängt man dann doch etwas. Das ist manchmal sehr schwierig, diese Arbeit. Thank you.
glaube, dass Musik ein Weg ist, eine höhere Wirklichkeit zu empfinden, als jene, die wir als normal bezeichnen. Die Musik ist wie ein Flügel, ist wie ein Vogel, auf den wir uns setzen können und in Länder fliegen, von denen wir träumen. Ich weiß nicht warum, aber mir fällt dazu eine Stelle aus einem alten anatolischen Hirtenmärchen ein. Vom Glück sollte man schweigen, denn es ist wie ein Hauch Allahs, davon das leichte Schweben durch ein Wort schon zerrissen werden kann. Es gibt einen Ausspruch bei uns, der besagt, die Nacht der Liebe sei wie der lautlose Flug schwarzer Schwäne, deren Flügelschlag die Wolken streift. Störe sie nicht in ihrem Fluge, o Bruder und Freund, denn sie tragen mit sich das Schweigen, das allen Glückes Geheimnis ist. Lautlos ziehen sie dahin, ihr Flug eine Bitte um Stille, die schwarzen Schwäne der Glückseligkeit. Die Stille ist vielleicht auch das Geheimnis der japanischen Bambusflöte, die ich so liebe. In der westlichen Musik hat die Stille eigentlich kaum einen Platz. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Klängen. Und die versuche ich vor allem auf alten Instrumenten zu entdecken. Ich konnte mich einfach nie auf ein Instrument konzentrieren. Ich habe immer wieder den Wunsch verspürt, neue zu erlernen und verschiedene Instrumente zu kombinieren, die vorher nie zusammen gespielt worden sind. So habe ich zum Beispiel ein Stück komponiert für bayerische Zither, balinesisches Xylophon und japanische Bambusflöte. Aber oft habe ich Klangvorstellungen, die ich auf meinen alten Instrumenten nicht realisieren kann. Dann baue ich die Instrumente einfach um. Und das geht manchmal so weit, dass ich mir ein Instrument selber konstruiere, weil ich einen bestimmten Klang im Kopf habe, den es bisher eben noch nicht gibt. Auf diese Weise bekomme ich ein ganz inniges Gefühl für die Instrumente. Es ist wie eine Art Liebesbeziehung, aus der dann die neuen Klänge geboren werden. In den letzten Jahren meiner Schulzeit kamen zum ersten Mal Platten mit indischer Sitarmusik nach Deutschland, hauptsächlich von Ravi Shankar. Ich habe diese Platten verschlungen, habe sie immer wieder gehört. Ich war so fasziniert von dieser Musik, dass ich sicher war, wenn die Schule fertig ist, fahre ich nach Indien und lerne Sitar.
Mit den japanischen Instrumenten war das nicht viel anders. Ich hörte sie zunächst auf Platten, spürte wieder dieselbe Faszination und fuhr nach Japan, um die Shakuhachi, die Bambusflöte, zu lernen und die Sho, die japanische Mundorgel. Aber zunächst bin ich damals einfach losgefahren nach Indien, ohne ein bestimmtes Ziel oder eine Adresse. Bin in Neu-Delhi an die Musikhochschule gegangen und habe nach einem Lehrer gefragt, der nicht in der Großstadt lebt, weil es für mich sehr schwierig ist, in Großstädten zu leben. Ich bekam eine Adresse in Benares. Und mit dem Mann habe ich mich gleich so gut verstanden, dass ich dort geblieben bin. Das war ganz anders als in einer Schule. Das war eher so, wie es vielleicht bei uns im Mittelalter war, dass man mit seinem Lehrer praktisch zusammengelebt hat, fast wie Vater und Sohn. Und da habe ich dann 3 Jahre lang nichts anderes gemacht, als jeden Tag 8 Stunden Sitar gespielt. Also zu der Zeit war ich auch irgendwie völlig verrückt danach. Da gab's nichts anderes. Thank you.
Viele Leute haben mich schon gefragt, warum lebst du eigentlich hier in Bayern? Warum gehst du nicht ganz nach Indien, Japan oder ins Mittelmeer? Genau begründen kann ich das auch nicht. Ich habe einfach im Laufe der Jahre gelernt, hier meine Heimat zu sehen. Und nach jeder Reise habe ich immer klarer erkannt, dass ich wirklich an einem der schönsten Plätze lebe, die es auf der Welt gibt. Ich meine übrigens, dass man Instrumente wie die Sitar oder die Shakuhachi nur in ihren Ursprungsländern wirklich erlernen kann. Denn die Musik besteht ja nicht nur aus Tönen. Man muss auch sehen, wie in dem Land das Licht ist, wie die Sonne auf- und untergeht, wie die Temperatur ist und das Wetter, wie der Regen und die Tiere sind, wie das Essen ist und die Religion. Wie die Bilder sind, die Kleidung der Menschen, die Geräusche und die Gerüche der Städte, der Märkte, der Landschaft. Das sind alles Dinge, die in die Musik einfließen. Es sind Dinge, die die Wirklichkeit und die Wahrheit der Musik ausmachen. Why is it?
Manchmal, bei bestimmten Tönen oder Tonfolgen, habe ich das Gefühl, dass in dieser Musik die Wahrheit ist. Das klingt vielleicht eigenartig, aber ich glaube, dass man mit Worten die Wahrheit gar nicht ausdrücken kann. Sicher ist das auch ein Grund, warum die Menschen überhaupt Musik machen. Weil sie irgendwie versuchen wollen, das, was sie als Wahrheit empfinden, auszudrücken. Ich glaube, dass auch die Natur diese Wahrheit abbildet. Und das ist auch der Grund, warum es mir so gut tut, in die Natur zu gehen und sie zu betrachten, weil man einfach in Wahrheit geht. Und dieses Gehen in Wahrheit gibt einem ungeheure Kraft. Und die Musik kann eben auch ein Abbild dieser Wahrheit sein, die wir nicht in Worte fassen können. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die Musik und die Natur berühren. Ich versuche, in meiner Musik dem Zuhörer Dinge nahezubringen, die für mich sehr wichtig sind. Dazu gehören die Schönheit und die Stille, die man beide in der Natur findet, die uns beide im Innersten berühren und die auch im Innersten zusammengehören.